Ja, ich begrüße euch, liebe Leute. Ja, heute möchte ich euch gerne eine Sage aus Wien vorlesen. Ja, und die Wiener Sage heißt Dr. Faust in der Kellerschenke. Um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert lebte zu Wittenberg in Deutschland ein großer gelehrter Magier, der alles wusste, was ein Mensch nur wissen kann. Doch war er leider im Geheimen mit dem Teufel im Bunde, nachdem er diesem seine Seele verkauft und von ihm die böse Zauberei erlernt hatte, die man auch Schwarzkunst nennt. Und dann nahm er weite Reisen durch die Welt. Ja, und einmal trug es sich zu, dass er auf seiner Wanderung auch nach Wien kam und sich in der Kellerschenke am Bühel nahe der Freiung längere Zeit aufhielt, in der es dann recht wunderlich zuging. Allabendlich war die Wirtsstube voll mit Gästen, und mitten unter ihnen saß der berühmte Schwarzkünstler und zechte so wacker wie jeder andere. Man aß und leerte ein Glas ums andere, bis alle rote Köpfe bekamen, selbst der Wirt, aus Freude über das gute Geschäft. Eines Tages warteten die Leute länger als sonst auf den Herrn Dr. Faust. Der Uhrzeiger war schon weit vorgerückt und man wurde ungeduldig. Endlich trat der Schwarzkünstler ein. Er sah aber recht finster drein, war übel gelaunt und winkte grollend ab, als man ihn lärmend begrüßte. Dennoch setzte er sich auf seinen Platz und bestellte ein Glas vom Besten. Der Schankbursche füllte ihm den Becher, goss aber unversehens ein paar Tropfen auf den Tisch. Darüber zürnte Faust heftig. Er schrie den armen Burschen an: »Wenn du mir noch einmal Wein verschüttest, verschluck ich dich mit Haut und Haar!« Der Bursch ärgerte sich, wurde blutrot im Gesicht, wagte aber kein Wort zu entgegnen. Als er jedoch das Glas des Zauberers von Neuem füllen sollte, verschüttete er absichtlich etwas von dem kostbaren Trank, wobei einige Tropfen sogar auf das Wams des Doktors fielen. Das brachte den Schwarzkünstler außer Rand und Band. Er wurde so aufgebracht, dass er seine Drohung auf der Stelle ausführte. Er riss seinen Mund auf, immer weiter und weiter, und im nächsten Augenblick war der Bursche in der gähnenden Höhle verschwunden. Dr. Faust hatte ihn verschluckt. »Was war ein tüchtiger Bissen!« sagte der Zauberer. »Der macht Durst!« Er ließ sich einen Kübel Wasser bringen, leerte ihn auf einen Zug und schaute dann mit funkelnden Augen in die Runde, halb wild, halb spöttisch. Den Gästen lief es eiskalt über den Rücken. Keiner brachte ein Wort heraus. So starr waren sie vor Entsetzen über das eben Geschaute. Nur der Wirt jammerte und klagte: »Herr Doktor, gebt mir doch meinen Gehilfen wieder. Ich kann die Arbeit ohne ihn nicht bewältigen.« »Regt euch nicht auf«, sagte Faust gelassen. »Der sitzt draußen auf der Kellerstiege.« Der Wirt machte ein dummes Gesicht. Als er aber die Tür öffnete und hinausblickte, da hockte wahrhaftig der Bursche auf der Stiege, war nass bis auf die Haut und klapperte vor Kälte mit den Zähnen. Man brachte ihn ins Schankzimmer. Sogleich ging er auf den Dr. Faust zu und rief ihm wütend ins Gesicht: »Ihr seid mit dem Teufel im Bunde! Mit euch will ich mein Lebtag nichts mehr zu tun haben!« »Teufel hin, Teufel her! Wer hat ihn gesehen? Niemand!« So rief einer der Gäste: »Man weiß überhaupt nicht, wie der Teufel aussieht!« Und es entstand ein Streit über den Höllenfürsten unter den Zechern. Plötzlich sprang ein Maler, der sich in der Schenke befand, auf und machte sich erbötig, den Satan in Lebensgröße an die Wand zu malen. Ganz still wurde es in der Schenke und alles wartete gespannt, was der Maler vollbringen würde. Der stand nun auf, nahm ein Stück Kohle und begann sein Werk. Mit ein paar Strichen entwarf er an der Kellermauer das Bild eines Junkers in Ritterstracht mit einem schiefen Hütchen samt Hahnenfeder auf dem Kopf. Er malte ihm einen Spitzbart, umhüllte ihn mit einem wallenden schwarzen Mantel und gab ihm einen Degen an die Seite. Die Gäste folgten aufmerksam jedem Strich, und als er fertig war, widerhallte das Gewölbe von ihrem Beifall.
Das Bild des Höllenfürsten war aber auch ein Meisterstück. Es zeigte den Teufel, wie er leibte und lebte. Doch auf einmal wurden sie kleinlaut. Finsternis brach ein in die Schenke und plötzlich begann das Bild an der Wand lebendig zu werden. Es regte und bewegte sich. Es fing an zu leuchten. Seine Kleider strahlten in sonderbarem Glanz. Die Hahnenfeder wurde blutrot und schwankte hin und her. Das Mäntelchen flatterte, wie vom Winde bewegt, obwohl sich in der Schenke doch kein Lüftchen regte und die Leute sich nicht einmal recht getrauten, Atem zu schöpfen. Unverwandt sahen die Gäste auf das Gaukelspiel, auf des Teufels grünlich blasses Gesicht, auf seine feuersprühenden Augen. Aber als das Satansbild plötzlich auch noch aus der Wand heraustrat und unter Blitz und Donner mitten in die Menge hüpfte, da stoben die Leute schreiend auseinander und hasteten in sinnloser Angst die Treppe hinauf ins Freie. Dr. Faust aber hielt sich die Seiten vor Lachen. Für ihn war es ein köstlicher Spaß gewesen und er rief den Flüchtenden mit Donnerstimme nach: Man soll den Teufel nicht an die Wand malen! Am nächsten Tag war Dr. Faust aus Wien verschwunden. Der Wirt aber ließ ein Schild mit dem Bilde des Teufels malen. Das hängte er über dem Eingangstor auf und nannte seine Schenke fortan zum Roten Mandel. Bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.